Frostschutz brauchen wir wahrscheinlich noch nicht. Sehr gesund. Gesund und sehr gesund. Die müssten wir sogar herstellen können. Geh halt. Nee, wo waren die Himbeeren? Wo waren unsere Himbeeren? Himbeeren? Blind. Einfach nur blind. Müssten wir zwei herstellen können. Warte. Fenster können wieder weg. Die Kohle brauchen wir auch nicht mehr. So. Sehr gesund ist sehr, sehr gut. So, Nummer 1. Bis 2, da habe ich gerade keinen Platz. Moment. Nice. Hallo, Algrin! Moment, kann ich dir gleich zeigen? Auf jeden Fall machst du einen Rechtsklick und dann schreibst du... oder? War das Rechtsklick? Nee, es war nicht Rechtsklick. Moment. Wenn man die hier so hat, dann mit E. Das steht eigentlich schon da benutzen einfach E und dann kannst du das da reinschreiben. Und für die Farben musst du halt Color ist gleich und dann schreibst du hier deine Farben rein. Da geht auch Gelb oder... Genau. Da kannst du halt auf Weiß, auf Gelb, in jeder Farbe, die es so gibt, kannst du dann halt schreiben. Gerne. Und willkommen bei uns. Wie geht's denn so? Jetzt frage ich mich gerade. Cyan? Haben die das? Nee, Cyan gibt's nicht. Schade. Dann bleibt's erstmal bei White. Muss ich mal gucken, welche Farben die überhaupt haben. Also die typischen auf jeden Fall, ganz sicher. Ja, Rot, Gelb, Grün, Blau. Weiß und Schwarz. Oh. Fermentieren wir wieder. Der Rest der Chemie kommt hier rein. Du hättest gern die Katze im Bild. Ja, die sind Dieven. Die kommen nicht immer. Man kann immer froh sein, wenn sie mal da sind. Üben, alle gesund. Sehr schön. Okay. Dann gehen wir mal ganz kurz nochmal das reparieren. Schlagwaffen sind wir auf Stufe 11. Das ist nicht unbedingt gut, aber es ist auch nicht unbedingt schlecht. Ich find's cool. So. Kohle, Kohle, Kohle. Ganz frisch geholt ist aber dann auch cool. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei. Es macht auf jeden Fall mächtig Laune. Es ist manchmal ein bisschen anstrengend und manchmal ist es gut, wenn man Hilfe hat. Wir gingen halt zusammen. So ist es. So. Gifttränke. Werden wir brauchen. Ich nehme einfach mal ordentlich mit. So. Bisschen was essen haben wir auch noch. Okay. Dreimal gekillt, ein Skelett und das am ersten Tag. Alter, wo bist du denn da gelandet? Das ist ja übel. Aber Aethir, ja, Aethir bin ich die ersten Male, bin ich beim ersten Kampf sehr oft gestorben. Beim zweiten ging es dann. Oh. Wait. Nee, ist Tanzatten, okay. Okay, du meintest, ich soll da mal fahren. Ja. Weit? Nicht veräppeln? Dann tuckern wir mal. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was du mir zeigen willst. Aber ich könnte es mir schon fast denken. Ich glaube, ich hatte aus der Ferne mal was gesehen. Eigentlich möchte ich lieber hier bleiben und von hier über Land gehen. Aber was soll's. Segeln wir mal. Wir haben ja Zeit. Wir haben sehr viel Zeit. Bringen uns schon wieder die Fische ins Boot. Sah gerade danach aus. War da eigentlich vorne noch was drin gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Dang it. Ganz kurz. Nee, ist leer. Okay.
Irgendwas schimmert hier grünlich. Das ist spannend. Hallo, Sumpf. Moin, Radorik. Fahr mit dem Boot, sonst kommst du nicht gut hin. Okay. Bin ich die Sonne schon wieder unter? Nee, ist doch. Es ist mehr oder minder noch früher Nachmittag wahrscheinlich. Es ist gut, dass der Wind gerade günstig steht. Und man nicht gegen den Wind tuckern muss. Wait a minute. Mal kurz bremsen. Ich würde dann noch mal ganz kurz gerne da zu diesem Ding da. Ich weiß, es ist gerade sau ungünstig. Es ist wirklich ungünstig. Da kommen Aale. Tschüss. Und ein Blob. Dann muss ich da noch mal anders hin. Lieber Michael, Schumacher, gib Gas. Lieber Michael, Schumacher, gib Gas. Halt, vorwärts müssen wir. Ein bisschen Gegenwind. So, da rein, ja? Jetzt sind wir noch ein Stück in die Richtung. Wie gefällt mir der Sumpf? Och, so über Tageslicht ist er schön. Ein schöner Sumpf. Da ist nur nichts drin. Nichts Spannendes jedenfalls bisher. Wir haben da nicht wirklich was looten können am Mittwoch. Außer Rüben. Ich habe Rüben gefunden. Bin total happy über die Rüben. Scheiß auf alles andere. Wir haben Rüben. Wir können essen. Weiter nach Westen. Noch weiter. Wie viel weiter? Also sicher nicht die Insel geradeaus, ne? In die Richtung? Jetzt der Küste nach Süden folgen. Die tuckern weiter. Oh, Wildschweine! Da ist eine Hütte. Wieso ist da eine Hütte? Und noch mehr Sumpf. Hallo Schuh! Dann sollte ich theoretisch ein paar Minuten drauf zufahren. Okay. Ich bin gespannt, was du mir zeigen willst. Bin sehr gespannt, was du mir zeigen willst. Im Moment sieht alles noch sehr, sehr harmlos aus. Langsam geht die Sonne unter. Wahrscheinlich sehen wir es dann erst im Dunkeln und dann sehe ich es nicht. Oder so. Die Trollhöhle da? Die wird es nicht sein, oder? Die meinst du nicht? Lass mir mit seinen Dauerwellen, ey. Was? Wieso musstest du neu anfangen? Wir haben eine Trollhöhle. Da kam er sogar gerade raus. Wie cool ist das denn? Leuchtet was? Das wird es wohl auch nicht sein. I'm so confused. Was? Wieso das? Und drei Trollen mit... Was? Zwei Sterne? Ne, zwei Trolle mit drei Sternen, ey. Ich weiß gerade nicht, ob ich mich freuen soll oder ob ich Angst haben muss.
Sollen die aus ihren Höhlen rauskommen bei Tag? Naja, die Sonne geht ja bald unter. Aber ja, normalerweise, ich kenne das auch so, dass in den eigentlichen nordischen Sagen Trolle sich am Tag tagsüber in Stein verwandeln, wenn sie mit Sonnenlicht in Berührung kommen. Aber das ist hier halt nicht so. Ne, ist ja auch keine echte Sonne hier. Wir sind ja hier praktisch in so einer Nachwelt. Außer die Trolle, die Brücken bewachen. Naja, die kommen ja auch nicht ans Tageslicht, ne? Die sind ja dann halt unter der Brücke und verlangen nur Wegzoll. Ich sehe schon, da hinten ist noch mehr Sumpf. Da drüben kann man noch mehr Wald sehen. Oh, schön. Ah, die Landschaften. Genau, das sind Trollen hier in Valheim egal. Wow, was ein Fisch. Sieht übrigens sehr interessant aus, so als ob das nur das Stückchen hier im Sumpf wäre. Den meinst du nicht. Also noch weiter südlich. Wo bist du denn gewesen? Okay, sag mal. Ach so, das Stück hier, ne, das wird dann ein sehr großer Sumpf, nehme ich an. Ich meine, den wollte ich ja heute sowieso besuchen. Aber nicht unbedingt vom Boot aus. Weil wenn ich vom Boot aus gehe, dann nee, da komme ich gar nicht mehr zurück. Aber das ist auch süß hier, dieses Mini-Zipfelchen-Sumpf hier mit drei Bäumchen. Und einer von diesen Steinstatuen, die ich so interessant finde. So südlich wie es geht. Ach du meine Güte. Das hätte ich dann doch lieber durch vom Wald her angeguckt. Da wäre man, glaube ich, auch schneller gewesen zu Fuß. Das ist schon eine ganz schöne Fahrt. Ja, nicht östlich, aber ich wollte halt ans Ufer ran. Noch eine Trollhöhle da oben. Du solltest im Schwarzwald landen. Sieht wieder aus wie so ein elendlich langer Fjord. Aber irgendwie kommt man gerade nirgendwo an. Was ist da los? Ich weiß auch nicht, ob hier mitten in der Nacht es so gut ist, über offenes Wasser zu fahren. Gibt es hier Seeschlangen? Hinten sieht es auch aus, als ob sie schon wieder zuzieht. Ach, die Sterne. Schön. Hallo, Yggdrasil. Strömung dürfte... Da hat uns die Strömung doch glatt wieder. Wie weit geht das denn noch hier? Das ist ja... unglaublich. Und du meinst ja südlich, ne? Nee, warte. Anders. Die Richtung südlich. Ja. Dann hoffe ich mal einfach, dass nichts kommt.
Die Segel werden gesetzt. Der Wind kommt gerade von hinten. Er kommt ganz günstig. Wir können Gas geben. Ja. Also geben wir Gas. Wind ist ja auch nur eine Art von Gas, ne? Kommen wir vielleicht ein bisschen schneller an jetzt. Ich gebe Gas, ich will Spaß. Yep. Naja, ist ja so, ne? Sonst dauert das hier noch ewig. Ich weiß ja nicht, wie lange die Fahrt noch geht. Also, sau entspannt. Oh, riesengroßer Berg da drüben. Wäre schön. Ich besteige ich noch. Bohneneintopf gibt es das nächste Woche wieder. Oh. Wobei ich auch in Berlin nicht Auto fahren möchte. Ich glaube, Autofahren in Berlin geht noch. Fahrradfahren ist eine Katastrophe. Zeig mal Karte. Lass mich raten, ich fahre jetzt hier einmal rum. Es wirkt bald so. Noch weiter südlich. Also mehr in die Richtung. So oder so, das dauert. Aber wo schickst du mich hin? Also Leute, wenn wir in weiter Ferne unser Boot verlieren sollten, ist Silvas schuld. Ich habe nämlich jetzt auch kein Material bei für ein Portal. Also jetzt im Nachhinein gerade ein klein wenig bereue. Da ist ein Inselchen. Es gibt immer unterschiedliche Seeds Creed. Das ist ähnlich wie bei Minecraft. Jeder hat einen anderen Seed. Okay, wir kommen da bei irgendwas an. Da ist Wald. Tatsächlich sogar Ebene da. Allerdings frage ich mich... Boah. Hallo, Mr. Bale! Hier soll ich wirklich an Land gehen, ja? Okay. Ich meine, hier ist gerade nicht unbedingt irgendwas, was uns umbringen kann. Ich muss nur mal eben... bremsen? Was war das gerade? Ich bin gerade irgendwo gegengebrettert. Wortwörtlich. Nee. Mann, du, beweg dich, du doofes Boot. Mach doch. Bewegen, bewegen, bewegen. Heute noch? Vorwärts? Hallo? Okay. Was war das denn gerade? Beweg dich. Heute noch. Da hatte sich man jetzt Kopfschmerzen. Hallo? Unhöflich. So, bis hier noch nicht weiter. Au! Licks me, Arses! Komm, 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 komm. Komm, folgt mir mal. Ab an Land. Ich kann noch nicht so weit schwimmen. Ich muss echt noch schwimmen üben. Das ist gerade nicht der günstigste Zeitpunkt hier.
Lauf, 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 Mädel. Lauf, lauf, lauf. Genau. Keule holen. Also Zinn haben wir. Könnt ihr mal herkommen? Der andere hängt da fest, wie scheint. Hallo? Bumm. Okay. Ganz ehrlich, ich möchte nicht hier sein. Es sind ein bisschen zu viele Grauzwerge hier gerade. Wieso habe ich schon wieder die Keule eingesackt? Das ist doch... Alles einsammeln bitte, auch die Steine. Dann können wir nämlich gleich ein Lagerfeuer bauen. Komm mal hier. So. Oh Gott. Ich mag grad nicht mehr. Ey! Au! Sicher, dass das eine gute Idee war, Silver? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja gerade nicht. Oh, komm mal hier. Perfekt. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Lagerfeuer. Da so. Oh, wait, 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 wait. Du bist ein Berserker? Ich fuck dich lieber ab. Hey! Rummel, rummel, rum. Rum, rum, rum. Rum, rum. Rummel? Ausdauer wieder mal ganz woanders. Blaubeer. Eine Blaubeere. Süß. Sehr süß. Na komm her, ihr Feiglinge. Kommt schon. Na komm. Na komm. So, jetzt kann ich mich auch wieder ein bisschen mehr auf dem Chat irgendwie Pilze, rote, Beer, rote oder gelbe und Bären? Was? Okay, warte. Ich habe gerade jetzt schon einiges aus dem Chat nicht mehr. Und wie kann man Wildschweine domestizieren? Hat er da einen Runenstein, aber... Er meint halt, ich brauche Wurzeln. Ja, genau. Rote Pilze und Bären, genau. So. Ja, die nerven schon ganz schön, die Zwerge. Ist richtig. Ja. Ich meine, wir haben hier ja ein recht gutes Ding. Ja. Weiß nicht, machen wir uns das hübsch? Nicht unbedingt, wa? Wenigstens ein Dach muss drauf. Machen wir so ein Hupala. Wenn es hoch ist. Fehlende Voraussetzung, wahrscheinlich fehlt mir Holz, okay. So. Dach drauf. Dach drauf. Dach drauf. Kein Holz mehr. Kein Problem. Wir haben ja unsere Axt dabei. Und hier sind ein paar Tännchen. Und Wurzeln. So. Au. Komm mal her. So, okay, warte. Zu Bärenpilz. Achso, genau. Genau, man baut sich ein Gatter. Die brauchen aber auch viel Ruhe und möglichst kein Feuer in der Nähe. Also ist schon ein bisschen komplizierter auch.
Aber was geht, das geht, das wird. Was wird, das wird. So. Hallo? Hat's doch gerade, da haben wir's. So. So. Und dann machen wir jetzt zu. Da sind ja Schnuppe, da ist ja das Lagerfeuer nicht. Man will es ja ein bisschen hübsch haben. Vielleicht machen wir hier noch eins. So. Ich habe kein Holz mehr. Das war nicht wahr. Okay. Dankeschön, Silber. Ich meine, Dunkelwald ist ja auch mittlerweile echt kein Problem mehr, ne? Es ist ja der Sumpf mittlerweile, der ein Problem ist. Aber wenn wir schon mal hier sind, ich würde die Disteln gerne mitnehmen. Hallo? Die können wir dann nämlich später wieder für Antigifttränke und so nutzen. So. Jetzt sind wir also hier. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was du... Bett noch darunter und aktivieren. Und der Wald küsst zu lange nach Westen. Ach du meine Güte. Noch ein Bett bauen. Was hast du vor? Fürs Bett reicht's gerade nicht mehr. Da fehlt mir noch ein bisschen Holz. Was kein Problem ist. Wir holen uns auch welches. Wollen wir uns ja häuslich einrichten. Ganz kurz. Oh, Hallöchen. Lässt du meine Arme in Ruhe? Ich habe jetzt nicht allen Ernstes gerade das Skelett zu Tode geboxt. Ich wollte eigentlich die Dings, den Kolben, aber... Oh, hallo. Ich habe Angst vor euch. Ja. Wieso kann ich kein Holz einsammeln? Bin ich schon voll? Womit? Ich kann ja gar... Edelholz? Wieso ist hier... Ach so, weil ich gerade eine Bank kaputt gemacht habe. Na gut, die brauchen wir eh nicht. Was ist davon? Hier ist nichts Spannendes, wie es scheint. Schade. Okay. Ein Bett, ein Bett, ein Bett, 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 Bett. Bitte immer mit Waffen hauen. Das wollte ich ursprünglich, aber... Das hat nicht so gewollt, wie ich wollte. Irgendwie meinte das Spiel, weiß ich nicht, das mit dem Umschalten ist manchmal so ein bisschen komisch mit dem auf, ich hau das hier mal weg, so. Uns fehlt schon wieder Holz. Bett hat nicht genug Schutz. In Besitz nehmen kann ich es also noch nicht. Mehr. Hier, fette Tanne. Mir langt's. Ich hasse es, halsarm zu sein. Tannenzapfen. Wir haben Tannenzapfen, das ist okay. Den lassen wir mal hier. So, einmal Tanne. Nochmal Tanne. Wenn es jetzt für das Häuschen nicht reicht, weiß ich auch nicht. Langt's nu? Langt's denn nu?